Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Messiah of Might and Magic. In der letzten Folge haben wir gesehen, wie etwas hier durch diese Wand brechen wollte. Und wir werden jetzt, glaube ich, sehen, was das ist. Uah, ein Zyklon. Das ist zwar nur optional, aber natürlich killen wir den. Na komm, Kleiner, ich hab was für dich. Wait for it. Yes! Na, das war jetzt nicht so ganz geplant, weil ich wurde auch getroffen, aber... immerhin. Achso, warte. Nein. Yes! Na? Hat's dir gefallen? Ja, das war eigentlich ganz easy, ne? Wenn man weiß wie, dann sind die Dinger kein Problem. Einmal ins Auge stechen. Kannst du mal umkippen und sterben? Boah. Stirb doch mal. Okay. Yeah. Die hab ich getötet. Na. Naja. War jetzt nichts Wildes. Also, normalerweise hat man da richtig was dran zu beißen. So, guck mal. Jetzt sind wir übrigens auf der anderen Seite des Falltors. Ja. So sieht's also auf der anderen Seite aus. Das haben wir jetzt endlich geschafft. Alles klar. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Wir müssen ja noch irgendwas tun für Liana. Ich weiß jetzt gerade nicht was. Das finden wir gleich raus. Ich nehme jetzt mal kurz das Schild gegen die kleinen Mistviecher, da ich vielleicht mal die Steine ein bisschen blocken kann. Weil, so viel kann ich euch sagen, es ist noch nicht fertig mit diesen mistigen Goblins. Da kommen noch ein paar. Da sind sie. Hallo. Du darfst fliegen. Du darfst fliegen. Du nimmst den anderen sogar auch mit. Sehr schön. Batsch. Na, du auch noch. Na komm. Ja. Oh, ich kann nicht mehr treten. Das war schlecht. Jetzt. Wah, Platsch. Wah, Platsch. Sehr schön. So muss das sein. So gefällt mir das. Naja, war auch ein bisschen gemein, die armen kleinen Mistviecher. Oh. Ja, okay, hier wäre ein Halbrunnen gewesen, hätte ich mich jetzt gar nicht... Na, was soll's. Ich finde eh wieder so viel Mana-Pots. Oh, guck mal. Ja, ich habe den Spinnenschlüssel gerade nicht. Aber, guck... Oh, hier muss ich kurz stehen bleiben, seht mal. Alles voll mit Fallen. Warte, sieh dich erst um. Überleg, was du tust. Ja, ja, ich bin doch nicht blöd, meine Liebe. Was haben wir hier? Rolle, Rolle, Feuerball. Lebenstrank. Ja, komm, alles einstecken. So, ich glaube, hier ist was. Guck mal, Stab des Feuerfürsten. Cool, eine Feuerwaffe. Ich kann mal so viel sagen, wir haben ja diesen Barren. Flammengoldbarren. Damit können wir uns bald sowas in der Richtung selbst schmieden. Das wird toll. Wo waren die Platten? Ach, da. Okay. Ja, aber dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir bald. Achso, das ist die Tür. Ja, doof, dass wir noch keinen Spinnenschlüssel haben. Aber seht ihr diese Statuen? Ja, ihr könnt euch denken, was vielleicht gleich wieder kommt. Da ist nämlich einer auf dem Boden. Und ich habe zufällig Telekinese, ne? Wie immer dabei. Wo ist denn der Sockel? Da. Klatsch. Und da geht wieder ein Bodensteck auf. Was haben wir denn da? Ey, Mana, Mana. Leben, Leben, Heiltrank. Naja, ich sag ja, das ist mit den Mana-Pots und mit den Lebenspots hier so eine Sache. Man findet so viele. Oh yeah, da liegt nur ein Oberkörper. Warte mal. Auch hier kurz warten. Wir sehen keine Fallen. Das kann nur schlecht sein. Oder obwohl, vielleicht haben sie schon geplündert. Oh, guck mal, ein Kopf. Ein Goblin-Kopf. Vielleicht mal gucken. Ja, ja. Ich kann Fußball spielen. Na, das macht man nicht. Das ist Goblin und Menschen unwürdig. Na, hier komme ich auch nicht rein. Verdammt, hätte ich nur diesen blöden Spinnenschlüssel jetzt. Oh ja, den Mana-Pot hätte ich mir natürlich aufsparen können. Ich hätte es ja eigentlich wissen müssen, dass hier auf der anderen Seite noch ein Mana-Brunnen ist. Ah, ist ja egal. So, dann gehen wir hier die Leiter rauf. Anderen Weg gibt es erstmal nicht. Wieder durch die Seitengänge des Tempels. Gibt's hier was? Secrets-mäßig? Ich meine eigentlich schon. Oh, guck mal, hier oben ist so eine Art Überblick-Balkon. Da unten aber den Zyklopen besiegt. Oh, ganz souverän. Mit einem einzigen Schwertstich. Das muss man erstmal danach machen. Der Rest hat die Statue gemacht. So, oh. Ah, Ausweide-Chris. Ich glaube, die haben Crit. Warte. Gift-Chris? Nee. Oh, hier. Ausweide. Ja, 4% kritische Treffer. Plus, ja, ich brauche halt 2 Verstohlenheit. Und die habe ich. Und die sehen richtig gut aus. Diese Ausweide-Chris. Da, guck mal, so richtig schön... Ja, so geschwungene... geschwungene Klingen, sagt man. Genau, Klingen. Ha, ich habe das Wort gesucht. Naja. Oh, da geht's schon weiter. Nächster Ladescreen. Okay.
Ach, jetzt kommen wir ja schon raus. Sage mal, das geht ja fix. Ich dachte, da kommt erst noch Vorsicht, was. Vorsicht, mein Lieber, es sind Orks in der Nähe. Orks. Ja, mit Orks komme ich schon zurecht. Wart's nur ab. Achte auf den Rand. Ein Sturz wäre fatal. Oh ja. Aber nicht nur für mich. Hihihi. So viel sei gesagt. Ich kann es natürlich hier ruhig angehen lassen. Ich kann es zumindest versuchen, aber ich weiß eh, dass ich das wieder verhau. Deshalb kann ich auch gleich ein bisschen Unruhe stiften. Ich hoffe nur, der bleibt jetzt... Na, natürlich nicht. Na komm. Du kannst fliegen. Du kannst fliegen! Hier da unten könnte mal sterben. Wow, du Pisser. Entschuldigung, das Wort wollte ich nicht benutzen. Aber du bist einer. Oh, Vorsicht. Lass mich mal in Ruhe, bitte. Ja, du kannst in die Stacheln. Ja, jetzt kommt schon. Da fliegen gleich zwei. Tschüss. Oh, ja, ich sag ja. Oh, aufpassen, Freunde. Es geht tief abwärts. Und du bist erstmal gespießt. Wie eine Sau. Auf den Spieß. Oh, Junge. Kerle. Ist ja gut. Komm, laber nicht. Ja, ich glaube, ich habe das Schild kaputt gemacht. Hoffe ich doch zumindest. Irgendwas zum Schmeißen noch? Ach, der lebt ja noch. Der humpelt noch vor sich hin. Jetzt nicht mehr. Ich habe ihn taub, lahm gemacht, sagt man. Okay. Ja, das war die einfache Methode. Ich hätte natürlich jetzt jeden Einzelnen bekämpfen können, aber ich bin ja ein feiger Dieb. Oder ein feiger Schurke mit zwei Dolchen. Deshalb machen wir das einfach auf diese Variante. Es klappt ja. Wunderbar, wie ihr seht. So. Augenblick, Saret. Sehen wir uns erst um. Ja, du hast recht, meine Liebe. Denn hier wartet noch was Schönes auf uns. Unter anderem einmal das. Na gut. Ich muss hier nämlich einen Hebel... Nee, muss ich gar nicht. Hier geht's ja schon wieder hoch. Aber ich bin ja noch zu früh, glaube ich. So, erstmal hier. Bam. Komm nochmal. Bam. Ja, komm mit mehr Schwung. Sei mal ein Mann. Bäm! Na komm, nochmal. Komm, das kannst du aber besser, Saret. 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 So. Da haben wir es schon geöffnet. Wohl formuliert. Ein Secret. So, was haben wir denn da alles Schönes? Machen wir ein bisschen Grabschändung. Oh, Blitzdolche. Hm. Ja, Blitzdolche, sehr schön. Ja, was soll ich mit dem Gift Chris? Hier, Blitzdolche. 8 gegen Gegner, die anfällig. Also plus 8 gegen Gegner, die anfällig gegen Blitz sind. Warte mal, ich werde mir das mal ein bisschen anders sortieren. Das Unwichtige kommt mal unten hin, was ich eh nicht so direkt gebrauchen kann. Schlüssel zum Beispiel. Immer voller Köcher interessiert nicht. Ja, den Stab. Der sieht zwar ganz nett aus, aber glaubt mir, der ist es nicht wert. Der taugt nix. So, jetzt packe ich mal die Rollen ein bisschen näher beisammen. Ja, den behalte ich auch mal, den Bogen. So. Machen wir das mal so, dass wir alles ein bisschen geordneter haben. Das tun wir auch noch hierher. Ja, das sollte doch erstmal... Na komm, machen wir es mal richtig. So, jetzt soll es ja passen. Ach, Kampfstab, weg damit. Assassinengewand haben wir an. So, wunderbar. Ist da noch was drin gewesen? Knochen? Ja. Ja, die Blitzdolche finde ich übrigens am schönsten vom Design. Guckt euch mal an. Und die brutzeln so schön. Ah, herrlich. Ich nutze die mal eine Zeit lang. Ich meine, die kritischen sind zwar auch ganz nett, aber... Ja, ich habe ja eh den Schaden drin. Ich habe den Schaden drin. Nein. Ich habe keinen Schaden. Ein bisschen. Aber ich glaube, das ist ganz gesund. Muss ich nicht schon zurück? Warte mal. Ich mache mal kurz einen Quick-Save. Könnte sein, dass das jetzt falsch ist. Ich nehme auf jeden Fall mal kurz die Telekinese. Er klemmt. Wir müssen ihn reparieren. Okay. Die Treppe zu nehmen, würde dir auch nicht schaden. Vielleicht können wir das auf dem Weg nach oben reparieren. Sagst du etwa, ich sehe fett aus in dieser Rüstung? Finde ich nicht. Also ich sehe keine Wampe vorstehen. Bei mir wird's das, glaube ich. Ja, ja. Geräusch komisch. Ich bin halt kein Abenteurer, ich bin mehr so der Computer-Abenteurer. Da ist man halt nicht viel an der frischen Luft, so wie du jetzt hier. Und kämpft gegen Orks, sondern tut nur so. Oh, oh, komm. Na komm, ich hab was für dich. Nein, nicht das! Ich will nicht parieren. Kontern. Fremder Ball. Ja, komm, nochmal treten und nochmal schlitzen. Das Schöne ist nämlich, die sind nach einer Zeit betäubt, wenn man die trifft mit den Blitzdolchen. Hm. Finde ich gut. Oh, da ist noch einer. Da sind noch ganz viele, glaube ich sogar. Rennen wir erstmal hoch. Weil ich glaube, da sitzt einer mit dem Bogen.
Er hat zwei sogar. Oh. Angriff! Ah. Oh, geh weg! Ah. Ah. Und du darfst fliegen. Yes! Du auch. Was? Da ist ja noch einer. Wow, das sind noch zwei. Aua. Nein, nichts. Ah. Oh, ich hab's gewusst. Das war wieder wegen dem blöden Steam. Du bist schuld, Steam. Genau du. Verdammt. Wo fange ich jetzt wieder an? Bitte nicht so weit hinten. Wahrscheinlich am Aufzug, ne? Ne, hier. Okay, das geht. Das geht noch. Na, hallo? Ja. Auf Englisch finde ich es auch lustig. Immer Stranger! Stranger Coward! Stranger Die! Orkfly. Ja, ist das nicht schön. Ich reime gerne. Vor allem so platte Dinger. Ne? Kann ich da nicht runter? Ah, nee. Okay. Ach, jetzt komm schon. Pff, hast du gut gemacht. Na! Doch. Doch. Was ist das? Was ist das? Geräusch, komisch. Was macht Geräusch? Was macht Geräusch? Komisch Geräusch. Hm. Oh, komisch Geräusch. Komisch Geräusch. Wo sind sie denn? Komm. Geräusch das... komisch. Geräusch komisch. Ja, Geräusch komisch. Hm. Kann ich das Fass nicht... Hm. Schon komisch, dass ich das Fass so hochschmeißen kann. Ich will gar nicht wissen, was man da für eine Kraft braucht. Wow. Da hier. Wie in der Fetzen oder beziehungsweise fast das... Ich hab den gar nicht mal richtig getroffen, mehr so das Andeuten, dass ich ihn getroffen habe, hat ihn schon fast aus den Latschen gehauen hier. Und tschüss. Ja, ja, der hält sich ja fest, guck mal. Ihr seid so bescheuert, ihr Bogenschützen. Ihr macht so viel Schaden und haltet so viel aus. Halt dich nicht fest. Ja, das ist ganz schön gemein, die einfach da runter zu treten. Oh, tschüss. Oh, guck mal, der hält sich am anderen fest. Haha, wie geil. Ja, ihr seid so bescheuert, ihr blöden Orksis. Orksis blöde. So, das müssten jetzt aber alle sein. Jetzt darf ich mal einen Quick-Save erlauben. Okay. Oh, was haben wir denn da? Giftbogen. Ach, immer dieses Giftzeug. Ich mag's nicht. Ich nutze es nicht, ich mag es nicht. Und ich schwitze lieber dafür. Elfenbogen, na. Na komm. Giftschaden. Ich weiß nicht. Wie gesagt, Giftschaden ist ja total zweitrangig, weil die Gegner meist so schnell tot sind. Warum soll ich denn erst stundenlang an Gift leiden lassen? So, hier übrigens kann man die Brücke auch weghauen. Ja, ja. Oh Gott, Kinder. Lasst mir mal die Ruhe. Das mache ich jetzt nämlich auch. Ich hau die Brücke weg. Und tschüss. Ah. Wir können nämlich hier mit einem Seilpfeil hochklettern, indem wir den an den Ast schießen. Was jetzt aber blöd ist, weil ich wieder ganz runter muss dafür. Naja. Weil ich auf dem Weg nochmal einen Mana-Pot saufen, wenn ich nicht wieder auf Shift und Tab gleichzeitig komme. Tab ist das Inventar, Shift ist Sprinten, dann komme ich nämlich wieder in das blöde Steam-Menü und das will ich nicht. So, warte. Ich hoffe mal, das schaffe ich jetzt überhaupt nicht, da ich da wieder in den Abgrund hüpfe. Das ist mir schon mal passiert, ja. Genau an dieser Stelle. Boah. Ja, ich kann den Dolch nicht ausrüsten, ich weiß. Heilwesen! Penner! Ja, ja, ja. Ich sterb gleich. Ich will nicht sterben! Ja, okay. Was, du lebst noch? Endlich. Ich glaube, das war's. Oh. Nein! Stirb doch mal! Alter! Oh, Seelentrinker. Ach ja, das ist das Schwert. Das kann ich aber nicht nutzen, weil es Stärke braucht. Erhöht den Schaden, den der Besitzer erleidet, um 30%. Eine verfluchte, durch ein nekromantisches Ritual erschaffene Waffe, bei dem ein gequälter Geist in eine frisch geschmiedete Klinge eingebunden wird. Die daraus entstehende Waffe nährt sich von der Lebenskraft ihrer Opfer. Ja, toll. Ich glaube, hat das nicht sogar den Effekt gehabt, dass es mich heilt? Habe ich irgendwas anderes in Erinnerung? Jetzt macht es mir halt dafür mehr Schaden. Na, komisch. Total sinnlos eigentlich, wenn man so überlegt. Warum soll ich eine Waffe nehmen, die mir schadet? Oder macht die nicht den anderen noch mehr Schaden? Erhöht den Schaden, den der Besitzer erleidet. Um 30. Nee, wirklich. Wie doof einfach nur. Okay, kommen wir wieder an den Ladescreen. Ja.
es ist spaßig gegen diese Orks. Ne, wirklich, also ich habe lieber diese humanoiden Gegner als die ganze Zeit irgendwelche kleinen, obwohl Goblins sind ja auch humanoid, wenn man so sieht, wie kleine Humanoide. Aber lieber als gegen Spinnen und so Viehzeugs, weil die sind so unberechenbar. Beziehungsweise sind sie eigentlich sehr berechenbar und damit macht sie es auch wieder langweilig. Naja. Oh, hi. Was? Steh und stirb? Ja, guck mal, die werden immer so schön geschockt. Ich finde das so toll. Wow. Oh ja. Hier kommt wieder in Massen, ne? Oh, weißt du was? Das habe ich jetzt für dich aufgehoben. Ja, jetzt schmeiß halt. Ja. Och, Mann. Warum denn? Ich wollte auf dich den Dolch schmeißen. Warum habe ich das jetzt irgendwie verbraucht, dieses Adrenalin? Das kann doch gar nicht sein. Kann doch gar nicht sein, Kerle. Bin ich jetzt wieder kurz vom Ladescreen? Nee, okay. Ich dachte schon. Das ist genau hinter dem. Ja, ja. Ich versuch's mal mit einem Stealth-Kill. Versuchen wir mal. Dreh dich nicht zu mir um, mein Freund. Ich will dir was zeigen. Hier. Jetzt. Ja, so macht man Stealth-Kill. Zumindest soll es öfter so sein. Was ist das? Sind das Schriftrollen? Lauch. Nee, das kann man essen. Schriftrollen nicht. Man kann es ja mal versuchen, aber ich glaube nicht. Warte. Ah, nee, hier ist nichts. Warum nehme ich denn den Seilbogen, Mensch? Fremder! Stranger, don't go any further! Aha. Du kannst fliegen. Da kommt da noch einer. Hallo? Da kommt da noch einer. Wo ist er denn? Ach, da! Mensch! Guck mal, Mensch, was ich kann! Du kriegst gleich einen Dolch ins Kreuz, warte. Achtung! Das geht gar nicht. Warum geht das nicht? Hallo? Weil du rumbackst? Komm, du kannst fliegen. Ich zeig's dir. Du lebst doch noch. Jetzt wahrscheinlich immer noch, so wie ich euch Orks kenne. Ja. Jetzt aber nicht mehr. Ja, ein Leichnam. Warum? Warte mal, ich hab da ernsthaft was. Ja. Ich hab da ernsthaft was vergessen, oder? Schauen wir mal. Wenn da was leuchtet. Ist dem so. Was? Ring des Phönix. Ach so, ja, ja. Wenn ich jetzt einmal sterbe und den Ring dabei anhabe, zu lesen hier, sollte eure Lebenskraft einmal den Wert 0 erreichen, verhindert dieser Ring euren Tod und regeneriert alle eure Lebenspunkte. Danach zerbricht der Ring. Das Problem ist nur, ich muss ihn dafür anhaben und das will ich nicht. Weil es gibt halt einfach bessere Ringe. Und es gibt eigentlich so keinen Gegner, bei dem ich denke, dass ich jetzt unbedingt sterben muss, weil alles ist machbar hier. Das ist die Sache. Okay. Hier war doch noch mehr. Da kommen doch noch mehr Orks. Oder sind jetzt alle schon... Okay. Oder sind jetzt alle schon runtergefallen? Was? 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 Eine Zauberrüstung war das, glaube ich. Wer braucht die schon? Ja. So, eine hatte ich schon mal, nur habe ich sie nicht... habe ich die weggeschmissen. So. Was haben wir? Ach ja. Ja, ja, jetzt kommen wieder meine Lieblingsviecher. Ihr seht schon an den Spinnenweben. Was kommt hier wohl? Hier riecht es nach verwestem Fleisch. Ja. So ist das halt mal. Ah. Die eine will schon wieder springen, glaube ich. Nee, will sie nicht. Boah, aber die will springen. Und du fängst mal bitte das Messerchen. Zack. Ja, ich muss leider mit diesen blöden... mit dieser blöden Sicht hier arbeiten. Dann sehe ich halt mal gar nichts. Oh Gott, da kommen wieder 3 Stück. Ah, okay, es war gerade dunkel. Dunkel ist nicht gut gegen so Krabbelviecher. Da. Na, ich sag ja, umzirkeln und die können gar nichts mehr. Die sind dann so hilflos. Außer wenn es halt mehr als 2 oder 3 oder 4 sind, dann wird's knapp. Zack. Im Moment sieht's aber nicht so aus. Ja. Oh, guck mal, es ist elektrisiert. Das ist auch lustig. So, hat da irgendwas gelegen, was ich aufheben konnte, oder? Hat's nur so ausgesehen? Nee, hat so ausgesehen. Okay. Aber ihr könnt euch denken, das war's noch nicht. Oh, wenn ich das blinke Ding jetzt hier aufhebe. Was ist das überhaupt? Gegengift. Frischer Knoblauch. Ja, komm. Ja, Heiltrank, warte. So. Oh, ich glaube, jetzt kommen wieder mehrere, oder? Nee, sieht noch nicht so aus. Aber Leute, an diesem hochspannenden Moment muss ich leider auch Schluss machen. Na, da geht's schon wieder raus. Okay, komm, wir rennen gerade noch raus. Wir rennen noch raus aus der Höhle. Böse Höhle. Okay,
Gut, jetzt kann ich auch beruhigt Schluss machen, speichern und sagen bis zum nächsten Mal mit Dark Messiah of Might and Magic.